schönen guten Morgen. Good morning. Meine Kollegin Sabine Gehm und ich, Katharina von Wilke, wir leiten den Tanzkongress und wollen Sie sehr herzlich willkommen heißen zu dieser vierten Ausgabe. Angesichts der aktuellen Krisen und Kriege scheint die Welt aus den Fugen geraten und keiner scheint zu wissen, wohin uns diese verstörenden Entwicklungen führen werden, die uns trotz vermeintlicher Ferne so nahe rücken. Aber gerade auch im Wissen um das reale Leid, das mit diesen Ereignissen verbunden ist, hat die indische Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan den sehr treffenden Satz geprägt: Wir sehen möglicherweise demselben Sturm entgegen, aber teilen nicht zugleich dasselbe Boot. Angesichts dieser Umbrüche fragten wir uns, wie sich ein Tanzkongress verorten kann. Welchen Anspruch sollte er haben und was kann er leisten? Ist er doch in erster Linie als Branchentreffen gedacht, das dem Austausch dient? Sollte es nicht auch darum gehen, den Status des Tanzes selbst zu befragen und seine Rollen, Aufgaben und Möglichkeiten im Hinblick auf Gesellschaft und Politik zu diskutieren? Was macht der Tanz mit unserer Gegenwart und was macht diese mit dem Tanz? Der Begriff der Zeitgenossenschaft erschien uns ein geeignetes Werkzeug, eine Art Linse, Methode oder Analyseinstrument, denn er verbindet zumindest in der deutschen Sprache zwei Elemente, Zeit und Genossenschaft. Wir haben uns gefragt, auch vor dem Hintergrund aktueller postkolonialer Diskussion und Praxis, was eigentlich hinter diesem sehr stark westlich geprägten Begriff steht, der sich seit den 1960er Jahren auf bestimmte Kunstrichtungen und auf eine Vielfalt von ästhetischen Phänomenen bezieht. Zeitgenossenschaft behauptet zum einen, dass wir dieselbe Zeit teilen. Zum anderen würden wir eine prägende gemeinsame Geschichte, die zeitgeschichtliche Herausforderung oder auch die Verantwortung, sich der Zeit zu stellen, als konstituierend für die Zeitgenossenschaft beschreiben. Aber aus welcher Perspektive wird der Wie und Warum benutzt? Auf welche Zeit beziehen wir uns eigentlich und welche Genossenschaft bzw. Gemeinschaft meinen wir, wenn wir wir sagen? Diese Frage haben wir in Form eines Call for Proposals in die Welt geschickt und darauf 220 Antworten erhalten. Von tanzschaffenden Expertinnen aus angrenzenden Kunst- und Wissensbereichen. Und davon haben wir dann 30 Beiträge ausgesucht, die den Kern des diesjährigen Programms bilden. Wir möchten uns daher ganz besonders bei allen Beteiligten für ihre Vorschläge bedanken und auch für die intensive Vorbereitung der noch kommenden Dialoge, Workshops, Lectures, Performances, Präsentationen, Interventionen, Installationen, Diskussionen, Radiosendungen und Experimente und sind schon sehr gespannt auf die Ereignisse. Dieses Kongressprogramm mit rund 70 Veranstaltungen und 200 Referenten ist bewusst nicht nach Themenfeldern sortiert. Wir haben uns vielmehr eine offene, eher netzartige Struktur gewählt. Damit lassen sich die inhaltlichen Bezüge des in den einzelnen Veranstaltungen produzierten Wissens ohne hierarchische Ordnung herstellen und können dann in verschiedene Richtungen wuchern. Boris Chamatz nennt das in seiner Arbeit die Herstellung gemeinsamer horizontaler Räume, in denen Künstlerinnen und Teilnehmerinnen gemeinsam versuchen, darüber nachzudenken, was das Jetzt ist. Er sagt, wenn wir einander folgen, ändert sich vielleicht die Art und Weise, wie wir zum Beispiel das zeitgenössische Ansehen berühren, denken. Aber damit das geschehen kann, muss man einen Raum öffnen, in dem man sich gemeinsam treiben lassen kann. Die gestrige Eröffnung mit dem für diesen Kongress schon fast programmatischen Titel Common Choreographies ist der Auftakt für die Bewegungen der kommenden Tage, die sich um die Herstellung von Gemeinsamem in gegenseitiger Auseinandersetzung drehen werden, wie es die Autorin Margarita Zomu so schön genannt hat. Sie beschreibt das Zeitgenössische als ein permanentes zeitgenössisch Machen. Es gab bisher noch keine Gelegenheit, uns auch im Namen der Kulturstiftung des Bundes bei all denjenigen zu bedanken, die an diesem Gemeinschaftsprojekt Tanzkongress 2016 mitgewirkt haben. Denn ohne all diese Kooperationspartnerinnen hier in Hannover und unser großartiges Team wäre so ein Kongress nicht möglich.
Wir möchten uns daher ganz besonders bei der Staatsoper Hannover bedanken, denn ohne die Initiative des Balletts, sich gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover als Austragungsort für den Kongress zu bewerben, wären wir hier heute nicht zusammengekommen. Herzlichen Dank für die Risikobereitschaft Jörg Mannes und Steven Markus Feld. Danke auch dem Intendanten der Oper Michael Klügel, dem kaufmännischen Geschäftsführer Thomas Brasch, sowie allen Mitarbeiterinnen und ehrenamtlichen Helferinnen der Oper und des Schauspiels. Ihr seid fantastische Gastgeber. Und sehr gute Gastgeber ist auch die Stadt oder ist die Stadt Hannover. Deshalb bedanken wir uns auch ganz herzlich bei dem Kulturdezernenten Harald Herke und der ehemaligen Kulturdezernentin Marlies Drewermann sowie bei Benedikt Pönsten und Veronika Altenrutter-Meyer-Beck vom Kulturbüro Hannover und bei Christiane Winter von Tanz International. Und wir bedanken uns auch beim Ministerium für Forschung und Kultur des Landes Niedersachsen, das mit seiner Unterstützung die dreiteilige Eröffnung ermöglicht hat. Ebenso natürlich beim Künstlerhaus, dem Theatermuseum und der Stiftung Niedersachsen, dass sie uns ihre Räume zur Verfügung gestellt haben. Der Tanzkongress wird von einem sehr vielfältigen öffentlichen Tanzperformanceprogramm begleitet. Und das war nur durch die enge Zusammenarbeit mit der Oper der Stadt und weiteren Partnerinnen vor Ort möglich. Die internationalen Gastspiele Antes, der Compagnie Alias und Tenir le Temps von Rachid Orhandam sind große Gruppenstücke, die auf sehr unterschiedliche Weise die Dynamiken von Gemeinschaftsbildung umgesetzt haben und das Thema auf diese Weise auch um zwei künstlerische Positionen ergänzen. Dass es noch mehr zu sehen gibt, ist dem Engagement weiterer Häuser und Künstlerinnen zu verdanken, der Commedia Futura, dem Kindertheaterhaus und Felix Landerer und Company. Übrigens gibt es noch Karten für die Tanzveranstaltung an der Abendkasse und natürlich auch für das einzigartige Programm Update Neues von deutschen Tanzbühnen am Sonntagabend. Und was uns sehr gefreut hat, dass auch der Kunstverein das Thema der Zeitgenossenschaft aufgegriffen hat und gefragt hat, wie wir uns dem anderen und der Außenwelt darstellen. In diesen Tagen können Sie auch daher die Ausstellung Körper und Bühnen besuchen. Wir möchten uns dafür ganz herzlich bei der Leiterin Kathleen Rahn bedanken und den beteiligten Künstlerinnen, von denen Sie auch im Rahmen des Kongresses arbeiten sehen können. Für das Vertrauen, dass wir nun schon zum vierten Mal den Tanzkongress ausrichten dürfen, möchten wir uns ganz besonders bei der künstlerischen Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völkers, bedanken. Aber auch bei Antonia Lamé und allen Mitarbeiterinnen der Stiftung, die den Kongress mit uns fast 3 Jahre vorbereitet haben. Und wir danken unserem Team. Wir danken Sandra Nöth, unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Kuratorin des höchst aktuellen Themenblocks Border Effects. Bei der Programmentwicklung wurden wir zudem unterstützt von einem fachlichen Beirat, Bettina Wagner-Bergelt, Katrin Deufert, Bettina Masuch, Ingo Diehl, Nick Hafner, Jörg Mannes und Steven Markusfeld. Vielen Dank für euer kritisches Feedback. Ganz besonders möchten wir uns natürlich bei unserem Team bedanken. Harriet Lesch, die Organisationsleitung, die alle Instrumente dieser komplexen Veranstaltung wie eine Orchesterdirigentin mit großer Umsicht zusammenhält. Ganz herzlichen Dank, Harriet. Unterstützt wurde sie dabei von Tanja Engel und Paula Eickmann, unserem Dreamteam. Vielen Dank euch beiden. Und wir danken natürlich auch ganz herzlich Theresa Bog für die Koordination vor Ort. Unser Dank gilt auch Talia Schuri, die auf allen möglichen Kommunikationswegen den Tanzkongress nach außen sichtbar gemacht hat. Und in diesem Zusammenhang möchten wir auch sehr gerne Pierre Becker und sein Grafikbüro Tatrung danken, vor allem für die Geduld, das Gender-Sternchen mit uns durchzuziehen. In diesem Sinne seid ihr eigentlich die heimlichen Stars der Zeitgenossinnen. Und wir danken Anja Lüttgens für die wunderbare Gestaltung des Kongresszentrums und des Wegeleitsystems. Das Kongresszentrum werden Sie wahrscheinlich erst später sehen. Das ist wirklich ganz toll geworden. Danke, Anja.
Heike Diem und das Büro K3, danke für deinen, euren Einsatz, die lokale, nationale und internationale Presse zu mobilisieren und natürlich auch für die Realisierung der tagesaktuellen Videonews, die man übrigens ab heute auf unserer Tanzkongress-Website sehen kann. So, und dass Sie uns jetzt hier hoffentlich gut verstehen können, was wir hoffen, ja, hat vor allem auch mit der technischen Leitung zu tun und mit dem Technikern des Hauses. Wir danken herzlich Frank Hamann und Willi Brune für die technische Koordination des Kongresses und natürlich auch den technischen Leitern der Niedersächsischen Staatstheater und ihren Teams. Herzlichen Dank euch. Und natürlich hat auch Verständnis mit Sprache zu tun. Daher danken wir für die gute Übersetzung Lilian, Astrid Gese und ihrem Team. So, also wir möchten jetzt gerne mit den Danksagungen enden und der Zeitgenossenschaft den Raum überlassen. In den kommenden 3 Tagen wartet noch ein sehr reichhaltiges Programm auf Sie und wir hoffen, dass es uns alle auf die eine oder andere Art und Weise in Bewegung setzen wird. Wir haben also nicht viel Zeit, Genossinnen. Ihnen, euch allen einen inspirierenden Austausch, gute Debatten und viele neue physische Erfahrungen hier in Hannover. So, und jetzt freuen wir uns auf die Kuratorin und Tanz- und Performance-Theoretikerin Krasimira Kruschkova, die mit ihrem Vortrag How Did You Come Together das Thema der Zeitgenossenschaft insbesondere im Hinblick auf Zugehörigkeit und Gemeinschaft beleuchten wird. Vielleicht noch kurz zu ihrer Person. Sie ist Leiterin des Theorie- und Medienzentrums am Tanzquartier Wien. Krasimira Kruschkova lehrt an der Universität für angewandte Kunst und an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Sie war auch Gastprofessorin an der FU Berlin und an der Universität Wien, wo sie dann auch promoviert und sich habilitiert hat. Sie hat viele Veröffentlichungen rausgegeben, unter anderem Wissen wir, was ein Körper vermag. Krasimira, bitte. Vielen Dank für diese tolle und sehr überraschende Einladung. Als Auftakt eine kleine Geschichte. Am 7. Oktober 2010 im Tanzquartier Wien fragte ein Zuschauer die Performerinnen und Performer on stage, How did you come together? By train antwortete mit einem entwaffnenden Lächeln Christine Desmet. Diese Zuschauerfrage kam während der kurzen Publikumsdiskussion, mit der Xavier Leroy's Choreografie Laubesis beginnt. Wie seid ihr zusammengekommen mit dem Zug? Als gäbe es nur dann oder erst dann ein Miteinander, wenn kein Grund dafür als gegeben gelten kann. Ein Modus der Zugehörigkeit oder der Zeugenschaft, der keine gegebene Gruppe, keinen Plural voraussetzt, der sich vielmehr mit der Uneinlösbarkeit einer Gemeinschaft auseinandersetzt, sofern dass wir immer schon ein situatives, momentanes, temporäres Konstrukt gewesen sein wird, um erst dadurch das Differente in künstlerischen Arbeitsprozessen zusammenzuhalten und natürlich anderes bedingungslos willkommen zu heißen. In der präzisen Unschärfe von Parallelwelten, in denen wir so seltsam, so komisch zusammengehören, ohne die Leerstellen, die Spalten, die Risse zu ignorieren, meint the gap. Wir also in unserer zersplitterten Welt zusammenleben, räumlich, aber auch zeitlich, als Zeitgenossen, die doch immer eine andere Zeit genießen und immer auch ein denkendes Unzeitgemessene proben. Wie zusammen zeitigen Zeugen, eben als Zeitzeugen, wie ticken wir zusammen?
kann unsere singuläre innere Uhr überhaupt als Metronom einer Community, Communitas, Communita, Communauté eines Zusammenkommens ticken? How did you come together? Lakonisch ist das Unentscheidbare zwischen Konkreten und Abstrakten oder eben wörtlichen und figurativen verabgründet. Diese Unergründlichkeit der Spannung wörtlich, bildlich, konkret, abstrakt prägt auch eine Choreografie von Boris Charmaz, L'Heure de Conflit, das Aufheben der Konflikte, eine auch 2010 entstandene Choreografie aus 25 Bewegungsfolgen, die von 24 Tänzerinnen über das ganze Stück hinweg interpretiert werden. Strukturiert wie ein Kanon trägt hier die Bewegung, die momentan fehlt, also 25 Bewegungen, 24 Tänzerinnen, das Perpetuum mobile der Körper an, das Fehlende also aktiviert. Hier reorganisiert sich stets ein algorithmisch zusammenhängender, zusammenkommender Körper, ein anderes Wir. Konstellationen und Kollisionen bleiben aus, während sich der plurale Tanzkörper stetig neu formuliert. Charmaz ließ sich für diese Arbeit von, oder für dieses produktive Chaos, würde ich fast sagen, das wäre ein Begriff, der wichtig ist für unseren Zusammenhang. Also Charmaz ließ sich von Roland Barthes Begriff des Neutrums inspirieren. Neutrum nenne ich dasjenige, was das Paradigma außer Kraft setzt, sagt Roland Barthes. Also als ein drittes unterläuft das Neutrum alle binären Strukturen, die dem Paradigma, oder das heißt dem Konflikt innewohnen, und entzieht sich damit dogmatischen oder auch hierarchischen Darstellungsweisen. Das Neutrum ist also ambivalent, aber keineswegs neutral. Aber kommen wir so zusammen? Kommen? Löst dieses ganz und gar nicht neutrale Neutrum, das Binäres durch Differenzierung aufhebt und Paradigmen außer Kraft setzt, das Politische im zeitgenössischen Tanz aus? Wie soll das Politische als ein Aussetzen des eigenen Gesetzes zu denken oder als Abwendung von der Doxa, vielmehr als eine Zuwendung zum Paradoxen? This is also us, sagt wiederum Arkady Seydes über seine Choreografie Archive 2013, eine Recherche des Konflikts zwischen Israel und Palästina, die Filmmaterial von B'Tselem, dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in besetzten Gebieten, verwendet. Die Aufnahmen wurden von Palästinenserinnen und Palästinensern in Konfliktzonen gemacht und zeigen Personen aus Israel in verschiedenen konfrontativen Situationen. Die Menschen, die filmen, bleiben also hinter der Kamera. Dennoch sind ihre Bewegungen, Stimmen, Standpunkte gegenwärtig, die Perspektive des Blicks wirklich bestimmend. Arkady Seydes beteiligt also seinen eigenen Körper kritisch am Bewegungsmaterial seiner israelischen Gemeinschaft, indem er Gesten, Stimmen, Bewegungssequenzen von Soldatinnen, Soldaten, Siedlerinnen, Siedlern, die wir als Filmprojektion sehen, als isoliertes choreografisches Material, als eine Art Reenactment, eben separiert. Also das wäre ein Material, das den Kontext zugleich erinnert, aber auch prüft, ausprobiert, probt, einmal, zweimal, nochmal,
indem er gerade seine Unfassbarkeit und so auch seine Undarstellbarkeit performt, indem er Bild- und Tonmaterial zusammenschneidet, Blickrichtungen, Sichtperspektiven immer wieder differenziert und überprüft, um ein unsichtbares, lebendiges Archiv aus palästinensischer Sicht zu entwickeln. Ein Archiv, das die Frage des Gewalt-, Kontroll- und Schuldpotenzials von den Gemeinschaften aufwirft. Es ist auch die Schuld des Wegschauens. I'm guilty of looking away, rief in einem verbal und körperlich exzellierenden Rezitativ Davis Freeman in Max Stewart's Alibi oder I'm guilty of being an American. Premiere des Stücks 17.11.2001, also knapp nach 9/11. Geprobt wurde allerdings bereits im Sommer 2001. Sind wir, um nur noch einige wenige zeitgenössische Titel zu nennen, Visitors Only, So Max Stewart 2003 und dann doch All Together Now 2008, wieder bei Mac, und zwar Until Our Hearts Stop, So Stewarts jüngstes Gruppenstück 2015, das ein enorm physisches Miteinander in einer Art rätselhafter Rasanz, rastloser Ratlosigkeit und zäher Zärtlichkeit, zauderndem Zauber, versucht in einer sinnlichen Komik, würde ich sagen, in der Eros und Lapsus einander kommentieren und kontaminieren. Humor ist etwas total Aggressives, sagt hier einer der Performer. Oder früher habe ich immer Urlaub am Mittelmeer gemacht. Jetzt kann ich im Mittelmeer nicht mehr schwimmen. Oder wir überschreiten hier alle unsere Grenzen. Und sie tun es auch wörtlich in einer bodenlos komischen und obszenischen Obszönität, die zuweilen zu weit zu gehen scheint, können doch Integrität und Intimität nie weit genug gehen. Mehrere Paaren als Beispiel aus der Arbeit drehen sich schwindelerregend jeweils mit der Faust des Gegenübers im Mund. Die Faust im fremden Mund hält das rotierende Paar zusammen. Überhaupt kommen die Tanzenden in allerhand Konstellationen in Ménage à Trois zu 4, zu 5, zu 6, zu 7 sich unheimlich nah, bevor sie einander überstürzt aus dem Weg oder aus der Bewegung gehen. Aber wo sind heute unsere Wege, unsere Zugänge zur Bewegung? Wo sind so Ian Kahler's jüngste Choreografie, unsere Gateways to Movement? Leben wir in einer so Teufert und Plischke Niemandszeit? Beide Arbeiten entstanden 2015, nachdem 2014 Jefta van Dinters Zeitanalyse As It Empties Out outete und nachdem Clement Leys 2012 immerhin nach Things That Surround Us und Mette Ingwertsen nach einem Artificial Nature Project Ausschau hielten, das heißt nach einer Non-Human Choreographie der Dinge als Teile unseres Mitseins, spekulativ statt spektakulär. Vielleicht, weil der zeitgenössische Tanz Körper, Body not fit for purpose ist, so der Titel einer explizit politischen Arbeit von Jonathan Burrows und Matteo Fargen, 2014 eine Arbeit über die Angst vor Flüchtlingen, über Silvio Berlusconi und so weiter. Eine Arbeit, die zunächst wieder von dieser Unzulänglichkeit der Geste, Absichten, Gründe zu formulieren ausgeht und gleichzeitig die inhärente Radikalität dieses Versuchs zu adressieren. Also nochmals dieses Grundlose und das wieder in einer abgründlichen, unergründlichen Komik, die unbedingt, denke ich, zum Ernst des zeitgenössischen Tanz gehört. Darauf komme ich immer wieder zurück.
als könnte dieses Body not fit for purpose. Gar nichts tun, ganz und gar nichts nützig, good for nothing. Und gerade so der Titel einer Choreografie von Philipp Gehmacher, good enough. Denn selten ist weniger leer. Good enough entstand im selben Jahr wie Max Stewarts Alibi. Alibi, Alibi bedeutet Abwesenheitsbeweis. Bewegen wir uns im Rhythmus des Zeitgenössischen, also so immer im Zeichen seiner Unabschließbarkeit, im Zeichen der Unabschließbarkeit seines eigenen Projektes. Kein Numerus Clausus für Hinzukommende, könnte man hier mit Jacques Derridas Politik der Freundschaft sagen. Und diese Unabschließbarkeit, die auch nichts und niemanden ausschließt, ist für unseren Zeitgeist oder vielmehr für unsere Zeitgespenster heute so virulent. Zur Choreografie der Freundschaft hätte auch mein Titel lauten können. Prägt wohl das, was Freundschaft heißen könnte, Zeitgenössischaft über Zeiten und Träume hinweg. Aber ja, das haben Titel so an sich, dass ich zunächst angekündigt werden müssen, viele Monate davor und erst nachträglich zu sich kommen, zu uns, wie auch Zeitgenossenschaft, die sich erst nachträglich allmählich verfertigen haben wird, als ob nach Heinrich von Kleists allmählicher Verfertigung der Gedanken beim Reden. Zeitgenössisches wird also immer in Futur 2, in der Vorzukunft, stattgefunden haben. Zugleich als Erinnerung an das, was vielleicht nie stattgefunden hat, und als eine Forschung, Öffnung auf etwas Ungewisses hin. Denn gerade wenn wir forschen, dann wissen wir eigentlich nicht, was wir tun. Was übrigens das Zeitgenössische überhaupt an Artistic Research wäre, eine Wortkonstellation, die den zeitgenössischen Tanz zu Recht oft, einmal allzu oft prägt. Ein bisschen wie René Magritte's Pfeife, die man nicht in den Mund nehmen kann, es sei denn als Wort. Ist der Freund derselbe oder der andere? Lautet eine der zentralen Fragen in Jacques Derridas Politik der Freundschaft. Und ist der Zeitgenosse derselbe oder der andere? Es geht also um ein Denken des Mitseins jenseits der Brüderlichkeit und diesseits der Demokratie als Ort, an dem jeder in gleicher Weise ganz anders zu sein vermag. Fragen wir uns, wie die Politik eines solchen jenseits des Brüderlichkeitsprinzips aussehen könnte, fordert uns Derrida auf. Diese Politik lässt sich mit der, denke ich, mit der Ökonomie der Kollaboration, der Wahlverwandtschaft, der Komplizenschaft kurzschließen, der zeitgenössische Tanz und Performance entschieden ausgesetzt sind, in der das Zusammenhalten oft gerade über sein Aussetzen figuriert wird, als wären wir zusammen, nur gerade weil wir einen Zusammenhalt vermissen. Wie lose Steine, die ein Gewölbe doch halten, das sonst zusammenbrechen würde. So gilt es, kollaborative Arbeitsprozesse oder für die, unsere kollaborativen Arbeitsprozesse jede vorauseilend affirmative Gemeinschaft zu verteilen und zu vereiteln, ist doch die Uneinlösbarkeit der Gemeinschaft ihr konstitutives Moment. Es geht also um Gemeinschaften, deren die vor allem eine Art Unzugehörigkeit umtreibt, also die keiner Gemeinschaft angehören. Oder es geht um eine Übung in uneingestehbaren Gemeinschaften, so eine Formulierung von Maurice Blanchot, oder in kommenden Gemeinschaften, so Giorgio Agamben. Also im Verfassen und Teilen von temporären Mitstrukturen in einem Mitsein pluraler Singularitäten, im Verfassen und Teilen von einer unabgeschlossenen, die ästhetische und politische, vor allem Reinheitsphantasmen, verwirft. Es geht um die Kontingenz des Zusammenhalts und seiner
als einen instabilen Widerstand und eine Haltung, I would prefer not to, die gerade jede Beliebigkeit außer Kraft setzt, die lieber nicht mitdrückt, um mit zu sein. Gerade in Krise und Kritik, das heißt das Differenzierungsvermögen, Unterscheidungsvermögen, das erst recht Entscheidungen, Entschlüsse, Schlüssigkeit, Reaktionen verlangt, das also erst recht politisch ist. Wir können zwischen Wahl und Entscheidung versuchen, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied zwischen Wahl und Entscheidung macht ein Freund und der sagt, man kann zwischen Weiß- und Rotwein wählen, also zwischen Gegebenheiten. Aber wenn man eine Entscheidung trifft, dann entscheidet man sich für das Nichtgegebene. Aber wie viel Nichtgegebenes und Unergiebiges und Zeitgemäßes, also nicht als Anachronismus, aber als entschieden anderes, verträgt zeitgenössischer Tanz? Wie viel definitive Position verträgt er und wie viel verlangt er? Die Zeit ist mein einziger Zeitgenosse, sagte kürzlich Milli Bitterli, und er zitiert natürlich Milli Bitterli in ihrer Choreografie Tausendfüßler 2016 und erinnert dadurch an Nietzsche, den Denker des Unzeitgemessen und des Müßiggangs mit seinem blinden Seelkrebs, der, Zitat Nietzsche, fortwährend nach allen Seiten tastet und gelegentlich etwas fängt. Er tastet aber nicht, um zu fangen, sondern weil sich seine Glieder tummeln müssen. Wenn sich Glieder zweckfrei tummeln, rühren, regen, tanzt eine ungerufene Sehnsucht und ihr Tanz sehnt sich zugleich nach einem Versäumnis am Saum der Zeit, am Saum des Körpers, der ihn kürzt und umstürzt. Sehnsucht nach einem Umsturz der Zeit, anstatt nach einer geschlossenen Zeitökonomie, anstatt nach einer metaphysischen Spekulation auf gut getimte Rückerstattung, auf Symmetrie, auf Gabe gegen Gabe, auf Einlösung eines Wertes, einer Gegenwart, aus der Warte von Werk und Wert, ein Tummeln, Arbeiten am Paradoxen, an der Differenzierung, anstatt am Binären, vielmehr ein Tumult, ein Nichttun, nicht mittun, um mitzusein, eine paradoxe Ökonomie unserer Handlungsfähigkeit, die Zeit und Ordnung der Dinge, und darauf komme ich immer wieder zurück, umstürzen kann, und es geht über ein mögliches künstlerisches zusammen als Gruppe on stage, auch in unser Mitsein auf stage, stets in unschärfe Relationen. Das Momentum des Mit lässt sich nicht festlegen, es ist stets am Kommen. Communities to come sind temporäre, unheimliche Bündnisse oder ungeheuerliche Familien, so Michel Foucault. Nochmal also weg von der Verbrüderung, von der Family, hin zur unheimlichen Wahlverwandtschaft und nochmals zur verbindlichen Grundlosigkeit der Bewegung zwischen Freunden. Michel Foucault, Sie, also die Freunde, stehen einander ohne Waffen und ohne passende Worte gegenüber, ohne etwas, das ihnen der Sinn der Bewegung, die sie einander zuträgt, bestätigen könnt. How did you come together? By train, sagt Christine Desmet mit einem entwaffnenden Lächeln. Ein Zusammenkommen ohne Bestätigung und ohne Waffen, ohne Gewehr und Gewehre. Eine Art paradoxes Déjà-vu dessen, was vielleicht nie gewesen sein wird, aber hätte sein können. Eine paradoxe Zeugenschaft, die nur im Konjunktiv überzeugt. Ein Ausharren im Konjunktiv, auch in L'Orange Twain's Tanzstück 4, Leben wollen zusammen,
entstanden wieder 2010, in dem Text und bewegend nur Optionen markieren, also nicht gegebene Optionen. And here there would be a bridge, and here there would be a house, and here there would be a little river, benennen, choreografieren, also die Performenden nur mögliche Orte auf der Bühne, diesen imaginären Fluss überqueren die fünf Tanzenden einzeln über eine imaginäre Brücke, um zusammenzufinden. And here we would be today, sagt der Tänzer Matthew Berner, als alle einzeln die Ufer erreichen in der gemeinsamen zweifelnden, zweifelhaften, zögernden Verlegenheit und Verwerfung. Verwerfungslinien, Bruchlinien, Fault Lines, lautet auch der Titel einer noch einmal 2010 entstandenen Choreografie, um abermals kurz zum Anfangsjahr als eine Art Sprungbrett dieses unzulänglichen, wie könnte anders sein, Parcours zurückzukommen, gerade in dieser Simultanität des Ungleichzeitigen. Also es geht um eine Choreografie wieder, die sich wieder mit unseren gemeinsamen Störzonen beschäftigt. In der gedämpften Unruhe des Anfangs von Philipp Gemachers, Max Dürz und Vladimir Millers, The Fault Lines, eine performative Installation, installative Performance, wird etwas vorweggenommen und zugleich zurückgenommen. Etwas, was gewesen sein wird. Etwas wird da geschehen sein, zwischen den Körpern, auf den bebenden Ebenen, dazwischen tektonische Risse, dazwischen entrückte Berührungen an den Rändern der Gewalt, heftig und zugleich beiläufig, selbstvergessen, unbeteiligt und zugleich ekstatisch. Amnesie der Gesten, Kontingenz der Berührung, die Gucklochprojektion, mit der der Videokünstler Vladimir Miller live onstage die zwei tanzenden Körper ausspioniert, abtastet, verändert die Live-Distanz und Positionierung der Körper, schärft das Auge für die unsichtbaren Distanzen innerhalb der Live-Berührung, für die Differenzen, für die Grenzzonen, für eine ganz und gar nicht lineare und nicht neutrale exzessive Verfeinerung. Als Fokussieren, würde ich sagen, ohne Foto oder als Guckloch der Erinnerung, dass sie anders fokussiert. Körper und Bilder, die die Grenze zueinander berühren, die diese Grenze sind. Gesten, die zugleich zu groß und zu klein sind. So klein, als wären sie noch gar nicht da, so groß, dass sie reißen. Gerade an den Verwerfungslinien, diesen unterirdischen Rissen in tiefen Gesteinsschichten, die, wie man sagt, verantwortlich sein sollen für unsere Aggressionen und Depressionen, für unsere heftigen und zärtlichen Distanzen, an denen wir verweilen und verzweifeln, haltlos und verhalten in all unserer gegenläufigen Inkonsistenz. Als Verwerfungslinie zwischen mehreren auch innerhalb ihrer Körper gezogen. Das Gesetz des Berührens ist Trennung. Und mehr noch, es ist die Heterogenität der Oberflächen, die sich berühren. Insofern die eigentliche Kraft eines Körpers darin besteht, andere Körper oder sich selbst zu berühren. Das wäre auch seine Definition als Körper. So definiert, das heißt entfinalisiert Jean-Luc Nancy den Körper in seinem Buch Singulär Plural Sein. Wieder ein Körper not fit for purpose. Mehr als eine. Zeitgenössische Choreografie berührt also, ohne sentimental Oberflächen zu homogenisieren, ohne eine Metaphysik der Interiorität, in all der Kontingenz eines Kontakts, der sich ereignet, Zufall zuteil wird, erst in der Teilung, erst im nicht intakten der taktilen Erfahrung, die keine unversehrten Subjekte betrifft, die keine Unmittelbarkeit als gegeben hinnimmt, die ästhetische, ethische, politische
Zeichen setzt und zugleich ästhetisch, ethisch, politisch dem Mitsein die Anführungszeichen öffnet und schließt. Wie man Augen öffnet, wie man Freundschaften schließt. Keine Funkstille dazwischen. So eine Freundin über die Korrespondenz zwischen Tanz und Text. Eine Art, also zeitgenössische Choreografie ist eine Art Echografie unserer Zeit und auch als eine Art stille Post, so übrigens auch das Prinzip eines vielversprechenden Formats am Sonntag hier im Tanzkongress, womit auch mehr als die Hälfte meines Vortrags geschafft ist, versprochen. Auch Choreographic Games 2013 von Rémy Rétier und Laurent Pichot erforschen verbal und tänzerisch Echos von Tanzgeschichte. Wie machen Sie das? Rémy Rétier und Laurent Pichot laden dazu in unterschiedlichen Städten Expertinnen und Experten, Tänzerinnen, Tänzer, Theoretikerinnen, Theoretiker ein, die onstage die Autorschaft von Tanz- oder Textausschnitten erraten sollen. Und dadurch vor allem die Zeitgenossenschaft vorherrschender Tanzerzählungen oder antizipierter Muster befragen. Zeitgenössisch ist also hier vielmehr eine Art Analysewerkzeug, das Erinnerungsprozesse auslöst und definiert. Die temporären Symmetrien, die sich dem Problem der Zeitgenossenschaft verschreiben, werden hier stets von Momenten der Unsicherheit, des Zögerns irritiert, so viel also so wenig zur Verlegenheit. Diese Behauptung von Rückerstattung oder Berichterstattung im Konzept der Zeitgenössischen, in Zeugen, Bezeugen, Beziehen, Entziehen, das Abwehr- und Umarmungsgesten ineinander faltet. Denn wie viel Grenze verträgt eine Umarmung? Kann eine Umarmung aufs Ganze gehen? Wie viel Verwerfung und Verwerfungslinien verträgt sie über Räume und Zeiten hinweg und wie viel verlangt sie? Als Rückzug aus dem Zusammensein und als Rücksicht drauf wird zeitgenössischer Tanz als Figur des Mitseins erprobt, so ist es vielleicht kein rhythmisches, synchrones Zusammen als Gemeinschaftsutopie wie im prämodernen Tanz, vielmehr ein ideorhythmisches und Zusammensein nach Roland Barthes, Comment vivre ensemble, wie zusammenleben, zu denken. Roland Barthes, der Denker des Neutrums, Sie erinnern sich, interessiert sich für Ideorhythmie als gelegentliche Synchronisierung von Handlungsrhythmen, die aber divergent bleiben. Was bedeutet also heute, sich synchron zu bewegen, zusammen eine Bewegung auszuführen und nicht bloß Virtuosität dadurch zu zelebrieren? Interessant ist hier wieder diese Simultaneität des Nicht-Gleichzeitigen, wie auch in einer Simultanübersetzung, nehme ich hier an, immer etwas verschoben wird. Laurent Chaguin in einem Interview: Es geht darum, wie man einander begegnet, für eine Weile zusammengeht und sich dann trennt, ruhig mit dem Pathos des Zusammenseins, und kann man politisch damit operieren. Ist der Freund nicht der beste Feind? Hier also geht der Künstler explizit von Derridas Politik der Freundschaft und die Frage danach, wie viel diskursiven Ausgang Choreografie überhaupt verträgt, darf dabei nicht fehlen. Letztendlich ist es ganz konkret, sagt der Choreograf, wie ein Krieg. Es geht um Grenzen. Wo findet denn Krieg statt? Zuerst an den Grenzen, an der Linie zwischen zwei Fronten, zwischen zwei Ländern. Zwischen Feinden geht es um Grenzverschiebungen. Aber wie ist es zwischen Freunden? Verschwindet da die Grenze, die durch den Körper und den Raum verläuft? Der Strich des Geigenbogens ist die Grenze, die da gezogen wird, sagt der Künstler und fragt, wie ließe sich dabei das Zusammenleben, das Demokratische organisieren, ohne aus einer Perspektive des Konflikts zu operieren?
denken wir wieder an Roman Barths außer Kraft setzen des Paradigmas oder an Boris Chagnats Le Weltkonflikt, als wäre Choreografie eben eine Art stille Post, verschobene Korrespondenz, die nicht in einen Deutungsakt aufgeht, genauso wie Potentialität nicht in Aktualität aufgeht. Some friends of mine call it potentiality, sagt ein Clown in Bloody Mess von Forced Entertainment. Eine Performance der wiederholten Tonproben, als wäre Zeitgenossenschaft nur eine Tonprobe. One, two, one, two, two. Things waiting to happen, nennt eben der Clown die Potentialität. Als so, things waiting to happen, so ein homophoner Kurzschluss, um jede Kausalität und Linearität, jedes Zu und Umzu aufzugeben. Als Probeprozess, als Problem. How did you come together? Das Zusammenkommen jenseits der Kausalität vielmehr als ein Aufzählen, Aneinanderreihen, eine Liste, Listen, die Gemeinplätze aus den Fugen geraten lässt, statt gegenseitige Verfügbarkeit zu behaupten. Deshalb häufig heute das bloße Auflisten, Aufzählen, das hierarchielose Aneinanderreihen, des Performance-Materials oder das Alphabetisieren sogar, das die Hierarchie der Begrifflichkeit meidet, namenlose Differenzen benennt, parallele Artikulationsebenen kurzschließt. So lautet der Titel einer alphabetisch geordneten 12-stündigen Arbeit von Peter Stammer und Yossi Vanunu 2015, The Circus of Life von A bis Z. Im Programmheft zur 24-stündigen Performance Who Can Sing a Song Don't Frighten Me zählte wiederum Tim Atchels das Inventar der Arbeit auf. Hunde, Alphabete, Panda-Bären, Todesfälle, Märchen, Gruselgeschichten, Tänze und Witze. Es handelt sich um einen Denkrhythmus des Heterogenen, der beim Artikulieren drohende Fixierungen immer neu desartikuliert und sich in sich schlüssig ist, erst wenn er Schlussfolgerungen meidet und im Paradoxen ausharrt, als stete Depositionierung von Dispositiven in einem Rhythmus, der für Laufmaschen sorgt. Die Maschen der Comic, ihre Tricks, ihre List, die Listen des Lachens schärfen unser in der Zeit sein, verharmlosen nichts, sofern sie mit der eigenen Grundlosigkeit, mit den eigenen Gründen und Abgründen arbeiten, mit der Nicht-Konvergenz der Motive. How did you come together? By playing, mit dem Flieger, mit dieser Lust und List des Differenten, dem wir alle verpflichtet sind. Denn so Jean Baudrillards Wut gegen das inzestöse Denken der allzu glatten Differenzierungen, wer vom Gleichen lebt, kommt durch das Gleiche um. So gehen dem lachenden Tanz die Differenzen nie aus dem Sinn, auch wenn es dabei manchmal den Verstand zu verlieren droht, statt Verstehen vielmehr freistellen vor Verstehen, als Liebesbeweis, als Freundschaftsbeweis, so ein Freund. Freistellen vom Verstehen als Freundschaftsbeweis. Ist der Freund derselbe oder der andere? Ist der Zeitgenosse derselbe oder der andere? Statt Mitverstehen vielmehr problematisierendes Mit, zum Beispiel des Mitlachens des Publikums, dessen singulären Vibrationen die Automatismen des Gemeinschafts- und Identitätsdenkens erschüttern, indem sie darin stets neue Asymmetrien aufleben. So instruiert Tim Atchels seine Performerin, trennt das Publikum, macht es zum Problem, zerstört den Komfort und die Anonymität der Dunkelheit, lasst die Zuschauer die Differenzen spüren, die im Raum sind, Klasse, Gender, Alter, Macht, Kultur, gibt ihnen den Geschmack des Alleinlachens, das Gefühl eines Körpers, der öffentlich lacht und dann verlegen das Lachen zurücknimmt. Eine List, die Hörigkeiten, Zusammengehörigkeiten, Konjunkturen und Konjunktionen aufhebt, eine List des parataktischen statt des ordnenden Auflistens, die
die Kontroll- und Entlastungsmechanismen des kollektiven Lachens verteilt und vereitelt, statt Konjunktion und Konjunktur konjunktiv. Möglichkeitsmodus. Auch einer zeitgenössischen Tanz- und Performance-Theorie, die sich selbst so ernst nicht nimmt. Der formative zeitgenössische, also performative Comic fokussiert das kalkulierte Verfehlen der Zeit, das schlechte Timing, den rasanten Stillstand der Pointen, den Zweifel der Sprache an der Körper, das Verzweifeln des Körpers an der Sprache, wenn eben Körper und Sprache einander umstülpen, aneinander vorbeireden, vorbeigehen, als eine Art idiorhythmisches Beben der Ebenen, adressiert das Lachen die vibrierenden ästhetischen Intervalle, die Verwerfungslinien zwischen den Parallelwelten, denen wir komische Menschen so komisch zusammengehören. So komisch wie eine aneinanderreihende, stattordnende Klassifikation der Tiere von Hochelis Borges, die Michel Foucault in seiner Ordnung der Dinge zitiert. Zeitgenössischer Tanz beschäftigt sich ja im Moment liebend gern mit Tieren und Dingen. Stellen wir uns also diese heute so problematisch zusammenkommenden Gruppen von Tanztieren und Tanztheorien einfach, aber einfach ist es nicht, alphabetisch vor, wie in Borges Liste. A, Tiere, die dem Kaiser gehören. B, einbalsamierte Tiere. C, gezähmte. D, Milchschweine. E, Sirenen. F, Fabeltiere. G, herrenlose Hunde. H, in diese Gruppierung gehörige I, die sich wie Tolle gebärden. M, die den Wasserkrug zerbrochen haben. N, die vom Weiten wie Fliegen ausschauen, etc. In dieser animalischen Zeitgenossenschaft als Chaos schließt das komische Paradox parallele Artikulationsebene kurz und problematisiert witzlose Theorien über Zugehörigkeit und Gemeinschaft, bringt sie ins Stocken, indem es darin, in den ausgetrockneten Theorien, wie im Hals stecken bleibt. Das Lachen ist ein Chaos der Artikulation, sagt Walter Benjamin. So bitte treffend für unsere Zeit dieses Chaos der Artikulation. Die mehrdeutigen, mehr als deutlichen Gesten des Komischen desartikulieren auch Tanzgeschichte, lassen ihr trocken akademisches Auszucken. Wie jenes berühmte Zucken einer Oberlippe, das in Kleist allmähliche Verfertigung der Gedanken die französische Revolution ausgelöst haben könnte. Kleist vielleicht, dass es auf diese Art zuletzt das Zucken einer Oberlippe war oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umsturz der Dinge bewirkte. Abermals also dieser Umsturz der Dinge, der Ordnung der Zeit, der Ordnung der Dinge anders, das Komische der Geschichte, die nach Marx, nicht nach den Marx Brothers, also zweimal passiert, einmal als Tragödie und einmal als Farce. Deshalb vorher überhaupt dieses Zitat von Jorge Luis Borges, ein Zitat, das als Lauflines, als Lachfalten unsere Fortlines, unsere Sprungspuren sichert. Ein Zitat, in dem unsere komisch verschränkten Parallelen und Vertikalen erzittern und einander trotz aller Denk- und Glaubwürdigkeitsoppositionen aufheben, als eine Art Nouvelle-Konflikt. So hängt der Nachbar des Astrophysikers Niels Bohr ein Hufeisen über seine Tür und auf die als Glücksbringer und auf die Frage, ob er denn wirklich dran glaube, antwortet er natürlich nicht, aber man sagt, es funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Na Gott sei Dank. The dark days are over, proklamiert ironisch 2014 der Titel von Jan Martens Choreografie, der in seinem Marathon des Springens unser Gruppenverhalten befragt, die 70 Minuten lang springenden Körper als fleischgewordene Zeitgeber, Metronome, versuchen hier durch den extremen Akt der Wiederholung vorgetäuschte Zeitgeistigkeit in dem Wand des Spektakels aktiv zu widerstehen, durch Erschöpfung in Sternstunden der Sinnlosigkeit. Eine Choreografie, so Martens, über das tobende Chaos, das uns durch ein zunehmend artifiziell werdendes Leben rasen lässt.
Wo liegt die schmale Linie zwischen Kunst und Entertainment? Ist zeitgenössischer Tanz ein Striptease für die Oberschicht? So der Choreograf. Die Dichterin Anne Cotton, die vor zwei Wochen am Tanzquartier eine Lecture performte, nennt allerdings die Form den Striptease der Handlung. Diese Umstülpungen sind, finde ich, interessant, intensiv, tense. The past, the present and the future walked into a bar. It was tense, habe ich kürzlich irgendwo gelesen. Worin besteht also, um fast zum Ende zu kommen, das kritische Potenzial einer Anspannung mehrerer Zeitschichten im zeitgenössischen Tanz, auch als eine Art Reenactment zum Beispiel, inwiefern zeugt dieses Format eine andere Geschichte des Tanzes, einen anderen Tanz der Geschichte, wie mit Rekonstruktion als Spannung zwischen Fremdheit und Eigenheit künstlerisch und theoretisch arbeiten, ohne allerdings einem linearischen Historismus zu verfallen, der Geschichte als generell verfügbar begreift, anstatt immer schon als Wiederaneignung, wieder gegen den Strich. Wieder und wieder, again and against. Reenactment eröffnet die Möglichkeit einer nachträglichen Umdeutung, Vermessung, sicher auch eine vermessene, eine Art Reanimation, Replay der Zeit selbst. Mein einziger Zeitgenosse ist die Zeit, sagt Nietzsche. Fragen nach dem Neuschreiben und Lesen von Geschichte in und als Performance nach der Erschütterung des Originals im vibrierenden Zug seiner Rekonstruktion, die es auch der autoritären Kontur entziehen, machen grundsätzlich diesen Sprung zum Original, aber auch innerhalb des Originals sichtbar. Eröffnen nicht nur die Möglichkeit nachträglicher Analyse, aber vielmehr die Perspektive auf eine Umdeutung oder einen Umsturz der Tradition selber. Nur wenn Tanzwissenschaft ihre Archive aus der Optik der Gegenwart durchblättert, wird sie ihren historischen Gegenstand sichtbar gemacht haben. Im Sinne Walter Benjamins kann, was als Geschichte geschah, nur artikuliert werden, wenn unaufhörlich das, was möglich war, aufscheint. Geschichte kommt als Störung vor, wie die Mücken im Sommer. So Heiner Mühles, gespenstisches, widerspenstiges Erratung der Historie, so bietet Tanz-Reenactment Möglichkeiten, Geschichte nicht deterministisch zu denken, nicht linear, nicht homogen, Möglichkeiten, Tanzgeschichte in ihrer singulären Pluralität zu denken. Was bleibt, ist vielmehr das Nicht-Gezeigte, die performative Abwesenheit als Agent des historisch Möglichen, des Potenziellen. One, two, two. Als Agent des historisch Verschuldeten, Geopferten. Zeitgenossenschaft findet statt, wenn sie keine Stätte findet. Rastelli konnte Sachen in der Luft verstecken, schreibt Benjamin über den Zauberer, der ihm Sachen am sichtbarsten Ort verstecken könnte. Gegenwart takes place when it doesn't. Zwischen noch nicht und nicht mehr, als ein immer neu Ausbleibende lässt sie uns etwas weiter vermissen und vermessen in der Nachträglichkeit. Dieses Nach, in dessen Modus jedes Ereignis überhaupt eines gewesen sein wird. Ein Ereignis, das nur so stattgefunden haben wird in unserer Unsicherheit, ob es überhaupt eines war. Aber wie dann Verantwortung dafür übernehmen, was bereits da ist, auch wenn wir es noch nicht sehen können, fragt der libanesische Performance-Künstler Rabih Amrouei. Zeitgenössischen Tanz und Performance prägt keine von Kausalität und Kalkül zusammengehaltene Gegenwart. Vielmehr eine Vakanz jenseits der Metaphysik, der Präsenz, die das, was man Zeitgeist nennt, umso kritischer hinterfragt. Wie die kritischen Leerstellen der unsichtbaren palästinensischen Menschen mit den Kameras in Akadi Seydis Choreografie Archive in seinem Reenactment. Einmal, zweimal, nochmal,
einer Gegenwart, die sich erst als Probe und Problem, als Vakanz archivieren und aktivieren lässt. Performance ist dieser vakante Ort, schreibt Rabbi Imhoe, weil Abwesenheit ein Versprechen des Zurückkommens ist, sagt er. As it empties out. So nochmals die etwas lautere Zeitdiagnose von Jefta van Dinter. Also, wie so mangelhaft zusammenkommen. Die gute Nachricht dabei sei, so Jan Witzemann, die Künstler-Community wird in der Zukunft so groß und mobil sein, dass die Künstlerinnen und Künstler einfach auf gegenseitige Kosten leben werden. Mit dem Geld, das zwischen ihnen zirkulieren wird. So der Gründer von BAF. Also noch ein Projekt in Zeiten seiner Unabschließbarkeit. Wie Zeitgenossenschaft selbst. How did you come together? Mit dem Boot. Kein Numerus Clausus für Hinzukommende. Ganz zum Schluss nochmal jenes Zucken der Oberlippe während der Nationalversammlung in Paris 1789, das, so Kleist, die französische Revolution ausgelöst haben könnte. Kleists tanzende, ironische Gestengraphie, Gestenstory verunsichert die Historie. Denn, wiederum, so Jean-Luc Nancy, das Ereignis ist das, was Datum macht, Datum, Latein das Gegebene, da kein Datum schon gegeben ist. Wenn das Ereignis schon datiert ist, so kommt es nicht mehr dazu, Ereignis zu sein. Es gedenkt schon seiner selbst. So sind der 17. Juni 1789 in Paris, Nationalversammlung, oder der 17. Juni 1953 in Berlin, Arbeiteraufstand, in dem Moment, in dem sie stattfinden, noch nicht der 17. Juni. Sie erfinden ihr Datum. Zitat Ende. So ist auch heute noch nicht der 17. Juni. Problem. One, two, two. Danke für Ihre Geduld.